So, hallo. Ihr habt vielleicht ältere Zeichentrick-Serien auf eurer Festplatte gespeichert und wollt die mal richtig schön aufhübschen. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr das tun könnt. Hier habe ich euch ein Beispiel. Links ist das Originalvideo und rechts ist die verbesserte Version. Hier wurde die Auflösung 4-mal vergrößert. Damit man den Unterschied besser sieht, habe ich euch 2 Screenshots daraus genommen. Und das ist eine Standbildaufnahme. Das linke Bild ist vom Originalvideo und das rechte Bild ist die verbesserte Version. Also ihr seht, dass da auf jeden Fall mehr Details hinzugekommen sind. Okay, dann geht's jetzt los. Hierfür braucht ihr das Programm WiPhoto2x Extension GUI. In der Beschreibung findet ihr den Link. Öffnet einfach die Seite. Und dann sieht es so aus. Scrollt hier nach unten und klickt dann hier auf Releases. Klickt drauf, scrollt nochmal ein bisschen nach unten. Und wenn ihr hier drauf klickt, könnt ihr die Datei direkt runterladen, entpackt es und führt dann diese Datei aus. Das Programm startet dann und sieht beim ersten Mal starten so aus. Wenn ihr das Programm das allererste Mal startet, dann geht hier oben rechts auf Compatibility Test und klickt dann hier unten auf Start Compatibility Test. Hierbei wird jetzt überprüft, welche Fähigkeiten euer PC hat und die entsprechenden Optionen werden dann aktiviert bzw. deaktiviert. Das lassen wir jetzt kurz durchrennen. Okay, und hier klicken wir dann auf Yes. So, und jetzt sind alle Optionen aktiviert, die euer PC kann. Gut, und jetzt geht's los. Wir brauchen erstmal das Video oder beziehungsweise die Videos, die ihr verbessern wollt. Ich ziehe jetzt einfach kurz das Video per Drag and Drop rein. Hier könnt ihr auch mehrere Videos gleichzeitig reinschieben und könnt dann auch mehrere Videos gleichzeitig verbessern. Okay, und jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen durchführen. Erstmal hier unten können wir die wichtigste Option anschauen, das ist hier. Diese Zahl gibt an, wie stark das Video vergrößert wird. Und diese Zahl gibt an, wie stark die Rauschreduktion sein wird. Dieser Wert von 2 ist normalerweise ziemlich gut, den könnt ihr so lassen. Und ihr seht, wenn ihr eine minus 1 reintippt, dann wird keine Rauschunterdrückung angewendet. Und wenn ihr eine 3 angibt, dann wird die maximale Rauschunterdrückung angewendet. Ich lasse das jetzt auf 2 und möchte die Auflösung um den Faktor 4 vergrößern. Als nächstes gehen wir oben auf Engine Settings und wählen hier bei Video WiPhoto2x Café aus. Und anschließend wählt ihr hier unten ebenfalls WiPhoto2x Café aus und aktiviert bei 2D Anime Model Abconf 7 Anime Style Art RGB. Das bietet die besten Resultate und ist dazu auch noch recht schnell. Okay, den Rest könnt ihr so lassen und dann geht ihr zurück zu Home. Schaut, dass hier jeweils 2D Anime drin steht und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Ihr müsst jetzt nur noch hier unten auf Start klicken und dann geht's los. Wenn ihr wollt, dass das Ausgabevideo in einen anderen Ordner gespeichert wird als euer Originalvideo, dann klickt ihr hier auf Enable und wählt hier einfach den Ordner aus, wo das reingespeichert werden soll. Wenn ihr das nicht enabled, dann wird das Video einfach in denselben Ordner gespeichert wie euer ursprüngliches Video. Okay, dann drückt ihr hier auf Start und schon geht's los. Im Hintergrund werden jetzt die einzelnen Bilder des Videos extrahiert und dann werden diese Bilder vergrößert. Das geht relativ schnell zum Vergleich. Ich habe eine Nvidia 1660 Super, die etwas übertaktet ist. Die hat 6 GB Speicher. Gut, es ist fertig. Hier klickt ihr jetzt auf Maybe Later. Und dann klickt ihr hier auf OK. Und wenn euch das Programm gefallen hat, dann könnt ihr der Person natürlich auch etwas spenden. Wenn ihr es so gemacht habt wie ich, dann findet ihr jetzt das Video im selben Ordner wie euer
Quellvideo. Ich schaue jetzt kurz mal nach. So, da ist es. Und es sieht ganz gut aus. Ihr könnt mit diesem Programm auch normale Spielfilme hochskalieren. Hierzu müsst ihr dann bei diesem Feld statt 2D Anime 3D Real Life auswählen. Und ihr müsst sicher gehen, dass bei Engine Settings ihr bei Waifu Cafe bei diesem 3D Real Life Model ebenso dieses Abconf 7 Foto dran steht. Und damit könnt ihr dann auch normale Spielfilme hochskalieren oder andere Serien. Nur ist hierbei die Qualität nicht ganz so gut wie bei Zeichentrickserien. Wenn ihr die beste Qualität für Spielfilme haben wollt, dann geht ihr hier zu Engine Settings und wählt hier bei Video Real SR in CNN Vulkan aus. Ihr geht dahin, achtet darauf, dass dieses hier aktiviert ist. Die restlichen Felder könnt ihr dann so lassen. Wichtig ist dabei zu beachten, Real SR ist ziemlich langsam. Das schafft maximal auf meinem Rechner ein Bild pro Sekunde. Und dann könnt ihr selber ungefähr hochrechnen, dass es dann schon ziemlich lang dauert. Also 25 Stunden etwa für eine Stunde Video. Und jetzt zeige ich euch noch, was ihr anklicken müsst, falls ihr noch zusätzlich zu den schärferen Videos auch flüssigere Videos haben möchtet. Dazu, bevor ich auf Start klicke, wähle ich dieses Ding hier aus. Das bedeutet, dass jetzt noch zusätzliche neue Bilder berechnet werden, sodass Bewegungen am Ende flüssiger aussehen. Dieses Ding müssen wir auch noch einstellen. Dazu gehen wir zu Video Settings, wählen hier Rive aus. Das können wir alles so anklicken, wie es bei mir auch ist. Bei Model wählen wir Rive 2.4 aus. Das könnt ihr übernehmen, wenn ihr möchtet, müsst ihr aber nicht. Und dann zurück zu Home und dann auf Start klicken. Dieser Vorgang dauert ungefähr doppelt so lang. Das war's für dieses Video und das war auch mein letztes Tutorial zu diesem Programm. Falls etwas unklar sein sollte, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal für neue Tutorials. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.